Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich hoffe, ihr könnt mich recht gut verstehen. Zum einen finde ich mein Mikro irgendwie nicht. Beim letzten DIY ist das vielleicht auch mit in die Tüte gelangt, wo es nicht hinein gelangen sollte. Und zum anderen bin ich auch krass erkältet, wieder mal. Aber ja, dann habe ich gedacht, naja, wenn ich ja eh zu Hause bin, dann mache ich es mir auch irgendwie ein bisschen schick, ein bisschen schön. Und habe mir hier ein paar Pflanzen dazu geholt, ein bisschen Moos. Und ich habe mir hier eine Glasvase ausgesucht, die ist 20 cm im Durchmesser und 20 cm in der Höhe. Ich habe hier ein kleines, eine kleine LED-Drahtkette angebracht, mit Hilfe von kleinen Teaser, also kleinen Klebefilm-Abschnitten, weil ich dachte, gerade abends ist es schon schön, wenn man hier und da eine kleine Lichtquelle hat. So, die habe ich auch außen angebracht, also innen im Glas, am äußeren Rand, das wollte ich damit sagen. Und jetzt werde ich hier einfach nur ein bisschen Moos hinzugeben. Ich habe hier so kleine Moosabschnitte mir bereitgelegt, die ich hier einfach nur andrücke. Nehme ich noch eins, ich hoffe, das reicht dann auch, aber ich denke schon, das sieht ganz gut aus. Mal hier. Und den Ein- und Ausschalter, den wollte ich dann ganz einfach oben mit hinzulegen, also ins Glas im Anschluss. Aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Wie gesagt, eine indirekte Beleuchtung am Abend ist schon richtig, richtig schön. Ab 8, halb 9 wird es ja wirklich schon langsam dunkel. Was haben wir noch? Ich habe ein paar kleine Pflänzchen, aber ich werde in die Mitte erstmal ein bisschen Erde geben. Das dürfte auch schon reichen. Dann habe ich mir hier eine kleine Kalanchoe ausgesucht. Ich bin ja eher so farblich gesehen so der weiße Typ. Aber ich dachte, gerade Herbst darf gerne ein bisschen Farbe ins Spiel. Und dann habe ich mir hier aus einer meiner anderen Deko-Abteilungen hier so einen kleinen Efeu ausgesucht. Den möchte ich schon ganz gern hier mit hineingeben. Und ich denke, das passt so auch ganz gut. Klein und filigran. Und dann habe ich mir von unterwegs, und das findet ihr überall, hier so kleine Holzabschnitte mitgebracht. Und wenn man die jetzt so klein bröselt, hier oben überall mit auflegt, macht das schon ordentlich was her. Jetzt hätte man vielleicht hier noch ein schönes Herbstblatt mit reinlegen können. Oder irgendwas anderes schönes, herbstliches. Ich habe mir hier auch noch ein paar Zapfen hingelegt. Ich überlege gerade, ob das schon reicht. Oder man vielleicht auch so ein großes Stück hier nochmal umzulegt. Das wirkt vielleicht ja auch nochmal ganz nett. Ja. So, dann habe ich hier einfach vom letzten Jahr noch Zapfen. Und was darf nicht fehlen, was passt zum Herbst? Süße, kleine Farbtupfer in Form von kleinen Kürbissen oder auch diesem hier, ich weiß gar nicht, wie sich dieses nennt, Seegurke oder Gurke oder irgendwie sowas, Herbstgurke. Auch die gebe ich jetzt einfach hier mit hinein und ich schaue mal, ob ich mein Batteriefach hier ein bisschen verstecken kann. Ja, das wäre dann jetzt hinten, da sieht man das dann eh nicht so. Und da kann man ja auch noch mal hier so ein Holz auflegen. Dann ist es natürlich praktisch, wenn man ein Batteriefach oder eine Kette hat mit Timer. Die geht dann immer zur selbigen Zeit an und zur selbigen Zeit wieder aus.
Was ihr aber auch machen könnt, das Batteriefach ganz einfach umwickeln mit Juteband, also ja, Juteband, dann sieht man das auch nicht mehr. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen Holz umzu. So, zack. Das ist auch schon nicht mehr so zu sehen. Ja, das Kabel hätte ich vielleicht nach unten tun können. Ja. So, wenn jetzt alles ein bisschen zurecht zupfelt und rückt, dann sieht man das auch gar nicht mehr. Ja, und da tobt ihr euch, denke ich, ganz einfach mal aus mit den Dingen, die ihr zu Hause habt, mit den Dingen, die euch gefallen, die für euch im Herbst zugehören. Und ich finde, das ist doch wirklich schnell gemacht. Dann kann man hier, das mag ich auch mal sehr gerne, noch ein paar Trockendinge hinzufügen. Also alles, was ihr draußen jetzt gerade auch findet, kann man da sehr, sehr gut mit einbringen. So, jetzt habe ich hier noch ganz niedlich einfach einen kleinen Hänger mit einem Pilz drauf. Und den werde ich hier vorne mit Hilfe einer kleinen Klammer anbringen und fertig. Mehr bedarf es nicht. Ich habe hier hinten noch eine riesengroße Kiste liegen mit tollen Dingen. Okay, vielleicht kann ich diese kleine Eule hier noch ins Spiel bringen. Also tobt euch doch ganz einfach aus mit den Dingen, die ihr habt, die Dinge, die ihr schön findet, und macht euch euer Herbstglas fertig. Und ja, ich wünsche euch im Zuge dessen mit diesem einen wunderschönen Abend. Und was ich noch vorstellen möchte, ich habe hier einfach mal was ausprobiert und ich finde, das passt farblich, wenn ich es dazu stelle, richtig, richtig toll dazu. Und wer wissen möchte, wie dieses Bild entstanden ist, kann mir gerne ein Feedback zukommen lassen und dann können wir das gerne gemeinsam in einem DIY, ja, machen. Ja, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß und Freude mit eurer Kreation, eurem Herzglas, und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.